gut aus. Wir sind im südlichsten Punkt von der Chania-Region angekommen. Palaihora heißt das. Und es ist anscheinend der wärmste Platz von der Insel. Jetzt am Abend ist die ganze Stadt aufgelebt. Es gibt viele Kinder hier und viele Leute, die draußen in den Tavernas sitzen. Es ist wirklich wunderschön. Wir sind in Horas-Fakion angekommen. Es ist vor allem bekannt für den Ausflug nach Lutro. Lutro ist ein kleines Plätzchen, was nur mit dem Boot erreichbar ist. Und jetzt natürlich Off-Season ist nicht viel Betrieb. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein Boot kriegen nach Lutro. Wir haben es geschafft nach Lutro. Ja, 10 Minuten mit dem Boot von Horas-Fakion. Ist nur zu Fuß oder mit dem Boot erreichbar? Es ist ganz besonders, weil es komplett leer ist. Normalerweise, glaube ich, ist es ein beliebtes touristisches Ziel. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist einfach, weil es Winter ist, niemand da. Vielleicht 10 Leute hier im Dorf. Ganz, ganz gut. Nee, 10 plus 4, 6, 16. Ich glaube, dass es hier in der touristischen Saison wirklich schön ist. Ich glaube, da hinter uns werden volle Tische und Stühle, die Menschen am Essen und Trinken. Ich glaube, da herrscht dann schon eine besondere Atmosphäre. Jetzt natürlich wirkt es ein bisschen, naja, eigenartig verlassen und nicht sehr gepflegt. Aber ich glaube, wir müssen nochmal zurückkommen. Guten Morgen von Frango Castello. Es ist ein kleines Dörfchen, nicht so weit von Sfakia. Ist aber nicht viel zu sehen hier, sicher nicht außerhalb der Saison. Es ist aber bekannt für seine schöne und alte Burg. Wir fahren jetzt von Frango Castello nach Plakias, ganz im Süden von Kreta. Und die Fahrt ist wirklich wunderschön. Sie ist atemberaubend schön.
Welcome to Plakias. Thanks. Charisto Poli, oder? Alexi, welcome to Plakias. Das ist was, oder? Wir sind unterwegs zu dem Preveli-Strand. Das ist ein Strand voller Palmen in einer Schlucht. Hört sich ganz spektakulär an. Der Spaziergang dorthin ist es auf jeden Fall auch. Man würde meinen, wir sind irgendwo in einem tropischen Land, in Bali. Denn dieser Strand ist bekannt für den Palmenwald, wo wir jetzt gerade spazieren. Und es ist irgendwie unglaublich, denn man hat die Palmen und da oben über mich hat man die Felsen, die ganz, ganz tiefe Schluchten. Das ist schon sehr besonders. Wenn ich mich umdrehe, ist hier der ganz klare Fluss. Wir sind heute in Ayagalini. Wie ihr seht, das Wetter spielt nicht so gut mit. Es sind Wolken da, es hat die ganze Nacht geregnet und auch am Vormittag wird es noch regnen. Aber mit Kindern muss man halt immer raus und ich bin jetzt unterwegs mit den zwei kleinen Kindern, oder? Ja. Ja. Wir sind auf dem Preveli-Strand.